Good. Was geht denn ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV aus Video und herzlich willkommen zur vierten Folge von Balotellis zweite Chance. Wir haben jetzt unseren ersten Non-Rare-Goldspieler im Team, nämlich ein Torhüter, nämlich Federico Marchetti von Lazio Rom, 1,88 groß, natürlich ein Italiener, war im letzten Teil in FIFA 14 noch ein seltener Goldspieler. Jetzt ist er nur noch Non-Rare. Aber in 4.14 hat er mir gut gefallen, ist jetzt ein bisschen downgerated worden, keine Ahnung warum, hat ein Team of the Season, glaube ich, erhalten, keine Ahnung, muss man nicht verstehen von EA. Das ist jedenfalls unser heutiger Gegner für die Episode, Diouf und Soldado im Sturm, sonst hat er noch ein paar Spanier und sonst noch ein Brasilianer in der Innenverteidigung, Gerard Day war das, glaube ich, hat nur 71 Chemie, Lipsch United heißt er. Und dann springen wir auch rein in die erste Szene. Die haben wir in der 9. Spielminute über Fabio Borini. Bringt die Flanke rein. Balotelli aus der Drehung mit einem krassen Seitfallzieher. Kein Fahrrückzieher, Seitfallzieher. Und jetzt, ja, der Gegner macht danach einen Patzer aus Spitzenwinkel. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Macht Balotelli den Ball mit einem Lüpfer rein, was er richtig stark in der ersten 11. Minute gemacht hat. Somit führen wir 1:0. Springen rein in die 25. Minute. Richtig schön gespielt hier über Borini. Borini mit dem Überschlag geht da vorbei mit dem Schuss. Eiskalt gemacht. Balotelli holt sich im Mittelfeld den Ball und dann ganz schnelles Umschalten. Und Borini macht das ganz stark mit dem Überschlag geht da vorbei und dann... Schönes 2:0, jetzt Balotelli, jetzt seht ihr wieder, geht nach schlecht verteidigt, dreimal mit dem Chop geht er vorbei, aber der Keeper hält dann jetzt Nachschussmöglichkeit über Borini, aber der Abschluss war zu schwach in der 28. Spielminute, dann haut der Gegner den Ball weg und dann hat er sich gedacht, gegen den Gegner kann ich nicht mehr gewinnen, der ist zu gut, Borini mit einer 10,0. Und somit gewinnen wir das Spiel mit 2:0. Heute in dieser Episode werden wir leider nur ein Spiel machen. Also genau dieses ist jetzt leider schon vorbei nach 28 Minuten. Das kommt davon, weil ich diese Woche nicht so viel Zeit hatte. Und dann wollte ich einfach mal ein kürzeres Video raushauen. Ja, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit für Schneiden und so und dann alles noch machen. Das dauert halt auch ein bisschen lange und muss halt viel für die Schule tun. Aber jetzt seht ihr mal, wem wir unseren nächsten Spieler holen, nämlich Mattia De Sicchio, unser Rechtsverteidiger, non-rare ist er ja. Ich glaube, er spielt bei AC Mailand. Müsste eigentlich angehen. Ja, bei AC Mailand spielt er. Wollen natürlich einen haben, der ordentlich Verträge hat und dann auch noch, wenn es gut wäre, 99 Fitness. Ich weiß nicht, wie lange ich hier gesucht habe, aber ich glaube nicht mal lang. Da war nämlich schon einer, da war noch einer mit 10 Verträgen. Und den kaufen wir jetzt, einer mit Vertrag 7,99 Fitness, also denke ich mal gerade gezogen und wie ihr sehen könnt, den hatte ich schon für einen, aber der hatte keine Verträge mehr, deswegen habe ich ihn schnell verkauft. Und ja, neuer Goldspieler im Team, neuer Non-Goldspieler für Pisano, leider geht das Tempo da ein bisschen runter, aber naja, geht schon in Ordnung. De Sicchio ist ein guter Spieler, hat 85 Tempo, das reicht auch aus. Balotelli hat nur ein Tor gemacht, deswegen nur ein neues Upgrade und ja, nächste Folge werden wieder zwei Spiele kommen, versprochen. Verspreche ich euch hier nochmal einen Vertrag für Pasqual. Und ja, sorry für die kurze Folge, aber ich hoffe, es geht in Ordnung. Und ich würde mich natürlich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Und dann haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao! I'm so in love with you.